Von Zeit zu Zeit hacken die klügsten Köpfe der kriminellen Welt geniale Pläne aus, um sich ihre Freiheit zurückzustehlen. Aber war Alcatraz, das berüchtigte unausweichliche Gefängnis von San Francisco, für solche Fluchtversuche unverwundbar? Nun, ein Brief, der vorgibt, von jemandem geschrieben zu sein, der erfolgreich aus dem Gefängnis entkommen ist, droht, diese Idee zu zerschlagen. Lass uns in die Bucht von San Francisco eintauchen und versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Alcatraz war von 1934 bis 1963 in Betrieb und während dieser Zeit beheimatete es einige der berüchtigsten Kriminellen der amerikanischen Geschichte. Zu seinen Insassen gehörte George Machine Gun Kelly und sogar Al Capone selbst. Es sollte ein Gefängnis für die lästigsten Insassen Amerikas werden, da seine bewaffneten Wachen, die hoch aufragenden Stahlwände und die isolierte Lage eine Flucht scheinbar unmöglich machten. Selbst wenn es ein Häftling irgendwie aus dem Gebäude herausschaffen würde, müsste er dann seinen Weg über den natürlichen eiskalten Graben der San Francisco Bay finden. Es gab Gerüchte über Strömungen, die stark genug wären, um selbst die stärksten Schwimmer in Sekundenschnelle zu ertränken. Und ganz zu schweigen von den großen weißen Haien. Wenn man all dies im Hintergrund hat, kann man sich die Überraschung der Polizei von San Francisco vorstellen, als sie 2013 einen Brief erhielt, in dem behauptet wurde, er stamme von einem Flüchtling aus Alcatraz. Aber wie könnte jemand aus Alcatraz entkommen und am Leben bleiben, um die Geschichte selbst zu erzählen? Lass uns zurückspulen. 1962 planten vier Männer eine Flucht aus Alcatraz. Der Drahtzieher hinter diesem Plan war Frank Lee Morris. Der Berufsverbrecher Morris wurde im Alter von 13 Jahren für sein erstes Verbrechen verurteilt. Noch bevor er alt genug war, um Zigaretten zu kaufen, wurde er wegen Drogenbesitzes und bewaffneten Raubüberfalls verhaftet. Doch trotz seines unruhigen Lebens war Frank hochintelligent und erzielte bei einem im Gefängnis durchgeführten IQ-Test 133 Punkte. Leider setzte er seinen hohen IQ fast ausschließlich für kriminelle Machenschaften ein. Das machte ihn zu einem Albtraum für Gefängniswärter. Ende der 1950er Jahre entkam er aus dem Gefängnis in Louisiana, als er versuchte, sich der Verbüßung einer 10-jährigen Haftstrafe wegen Bankraubes zu entziehen. Als er 1960 wieder gefasst wurde, schickte man ihn direkt nach Alcatraz. Sollten Polizisten ihm jemals scherzhaft gesagt haben, er solle versuchen, aus diesem Gefängnis zu entkommen, dann müssten sie diese Worte weniger als 2 Jahre später bereut haben. Bei den Flüchtlingen 2 und 3 handelte es sich um die Brüder und kriminellen Partner John und Clarence Anglin aus Georgia. Als die Brüder in ihren 20er Jahren waren, verließen sie ihre Jobs als landwirtschaftliche Saisonarbeiter und begannen, Banken auszurauben. Sie waren zunächst erfolgreich, aber als Kriminelle hatten sie ihre Macken. Die Brüder behaupteten, dass die einzige Waffe, die sie jemals benutzten, eine Spielzeugpistole war, da ihnen der Gedanke missfiel, bei ihren Raubüberfällen jemanden körperlich zu verletzen. Doch trotz der Spielzeugpistole, mit der sie bei ihrem letzten Raubüberfall gefunden wurden, erhielten sie 20 Jahre Haft. Sie unternahmen wiederholte Fluchtversuche aus einer Einrichtung in Atlanta, bevor die Wachen ihrer Schwindeleien überdrüssig wurden und sie nach Alcatraz schickten. Das letzte Stück des Puzzles, Alan West, kam wegen Autodiebstahls ins Gefängnis und wurde nach einem erfolglosen Fluchtversuch aus einem Gefängnis in Florida ebenfalls nach Alcatraz geschickt. Zum Zeitpunkt seiner Überstellung war er 28 Jahre alt, hatte aber nur eine Ausbildung der 8. Klasse. Dies könnte die etwas unglückliche Sache erklären, die ihm später in dieser Geschichte passiert ist. Bleibt dran, um herauszufinden, was Wests entscheidender Fehler war. Die vier Gefangenen waren Zellennachbarn in Alcatraz und nachdem sie sich kennengelernt hatten, arbeiteten sie bald gemeinsam an einem Fluchtplan. Im Laufe von 6 Monaten verbreiterte jeder von ihnen in mühevoller Kleinarbeit nach und nach die Lüftungskanäle in ihren Zellen. Hier blühte die Cleverness von Frank Lee Morris erst richtig auf. Unter seiner Leitung arbeiteten sie mit ausrangierten Sägeblättern aus den Werkstätten des Gefängnisses, mit aus dem Speisesaal gestohlenen Löffeln und mit einer aus einem Staubsaugermotor gefertigten elektrischen Bohrmaschine. Sie verbargen ihren Fortschritt vor den neugierigen Augen der Wachen, indem sie ihn mit Pappe abdeckten, die so bemalt war, dass sie den Wänden ähnelte. Der Lärm, den ihre Arbeit verursachte, wurde durch den Lärm der täglichen Musikstunde überdeckt. Etwas, das die Mitarbeiter von Alcatraz eingeführt hatten, um die Stimmung weniger düster zu machen. Als die Löcher groß genug waren, um hindurchzukriechen, begannen die vier Männer jede Nacht auf die leere, oberste Ebene des Zellenblocks zu schlüpfen.
Dort stellten sie aus gestohlenen Regenmänteln, die sie von Hand zusammennähten und mit Heizungsrohren versiegelten, heimlich Schwimmwesten und ein 6x4 Meter großes Floß zusammen. Schrottholz diente ihnen als einzige Möglichkeit, sich gegen die starken Strömungen und das eisige Wasser der Bucht zu wehren. Die Wachen haben nie bemerkt, dass die Männer nachts nicht in ihren Betten lagen, dank der Dummy-Köpfe, die sie anfertigten und auf ihren Kissen platzierten. Sie fertigten sie aus einer Mischung aus Seife, Zahnpasta, Betonstaub und Toilettenpapier an. Sie malten sogar Gesichter an und klebten Haare vom Boden der Friseursalons auf. Mit allem, was sie gebaut hatten, war ihr Plan, über die Bucht zu paddeln und an Land zu gehen, wo sie ein Auto stehlen und in die Freiheit fahren konnten. Irgendwann kam der große Tag. Es wurde Nacht und jeder Mann schlängelte sich auf das Dach. Alle bis auf einen. Unglücklicherweise benutzte Alan West Zement, um seinen Belüftungsschacht an Ort und Stelle zu halten, damit die Wachen nicht merkten, dass er sie entfernt hatte. Und dieser war ausgehärtet. Als er ihn entfernt hatte, war es zu spät. Morris und die Englandbrüder hatten keine andere Wahl, als ohne ihn zu gehen. Die Entflohenen nahmen ihre Ausrüstung mit, kletterten ein Entlüftungsrohr hinunter auf den Boden und kletterten dann über ein paar 3,7 Meter hohe Stacheldrahtzäune. Schließlich erreichten sie das Ufer in der Nähe des Kraftwerks der Insel, das ein toter Winkel für alle Suchscheinwerfer und Geschütztürme war. Mit einer Ziehharmonika als Blasebalg pusten sie das Floß auf und setzten die Segel in die ungewisse Nacht. Obwohl er nicht entkommen konnte, ist es Alan zu verdanken, dass wir so viel darüber wissen, wie die drei Gefangenen entkommen konnten. Aber haben sie die Jungfernfahrt ihres Floßes überlebt? Sehen wir uns die Beweise an. Im Jahr 2013, 51 Jahre nach der gewagten Flucht von Morris und den Englandbrüdern, erhielt die Polizei einen Brief von jemandem, der behauptete, John England zu sein. Der Schriftsteller gab die Flucht zu und behauptete, er sei das letzte überlebende Mitglied des Trios und dass er an Krebs sterben würde. Angesichts seines scheinbar bevorstehenden Ablebens bot der Schriftsteller der Polizei einen Deal an. Er würde sich stellen, wenn sie ihm eine medizinische Behandlung und weniger als ein Jahr Haft versprechen. Aber war dieser außergewöhnliche Brief wirklich von John England? Im Jahr 2013 wäre er 83 Jahre alt geworden, es ist also durchaus möglich, dass er noch am Leben gewesen wäre. Vorausgesetzt, er hätte die Reise über die Bucht im Jahr 1962 überlebt. Der Brief wurde sorgfältig auf Fingerabdrücke und DNA untersucht und die Handschrift wurde fachmännisch analysiert. Aber die Ergebnisse waren nicht schlüssig, sodass die Herkunft des Briefes zunächst zweifelhaft erschien. Aber es gibt überzeugende Gründe für die Annahme, dass das Trio es lebend von der Insel geschafft hat, was dem Brief Glaubwürdigkeit verleihen könnte. Obwohl das FBI 1979 offiziell zu dem Schluss kam, dass die drei Männer nach ihrer Flucht 1962 ertrunken waren, wurden ihre Leichen nie gefunden und nicht alle waren davon überzeugt. Der US Marshal Service zum Beispiel führte den Fall offiziell als bis heute offen auf. Ein US Marshal namens Michael Dyke bemerkte in seinem Kommentar zu dem Fall, dass normalerweise zwei von drei Leichen, die in der Bucht von San Francisco vermisst werden, irgendwann geborgen werden. Da keiner der drei Flüchtlinge jemals offiziell gefunden wurde, weder tot noch auf andere Weise, kann dies die Behauptungen über eine erfolgreiche Flucht statistisch untermauern. Darüber hinaus berichtete ein Polizeibeamter in der Nacht des Ausbruchs, dass er um 1 Uhr morgens in der Nähe von Alcatraz ein illegales Boot gesehen habe. Dies deckt sich mit der Flucht, die wahrscheinlich mehrere Stunden dauerte und gegen 22 Uhr begann. Ausgehend davon vermuten einige, dass das Trio eine Art Hilfe von außen hatte. Tatsächlich würde ein solcher Gefängnisausbruch auch eine akribische Planung für ein Leben nach der Flucht erfordern. Unter der Leitung des begabten Fluchtkünstlers Frank Morris erscheint das wirklich so unmöglich? Was vielen damals unmöglich erschien, war der Gedanke, Alcatraz auf dem Wasser zu entkommen. Der Ruf der Bucht ließ die Flucht wie eine vergebliche, tödliche Verschwendung von Mühe erscheinen. Später jedoch, im selben Jahr wie der Gefängnisausbruch des Trios, erschütterte ein anderer Insasse namens John Paul Scott den Ruf der Bucht. Scott schwamm erfolgreich von Alcatraz nach Fort Point unterhalb der Golden Gate Bridge. Er wurde wieder gefangen genommen, halbtot wegen Unterkühlung, aber es zeigte sich, dass eine Flucht über das Wasser tatsächlich möglich war. Außerdem benutzte Scott nur einige Schwimmflügel, die er sich durch Aufblasen von Gummihandschuhen angefertigt hatte. Morris und die Englandbrüder hatten ein Floß.
Hinzu kommt, dass Amateursportler heutzutage zum Spaß in der Bucht schwimmen. Die Idee der gefährlichen Bucht mag in der Tat eher ein erschreckender Mythos gewesen sein als ein wirklich unüberwindliches Hindernis. Aber die Beweise gehen noch tiefer. Im Laufe der Jahre gab es viele Berichte über die Sichtung der Flüchtlinge. Mitte der 60er Jahre waren die Gerüchte über Clarence Anklin, der in Brasilien lebte, so verbreitet, dass das FBI sogar Agenten dorthin schickte, um ihn zu suchen. 1967 erzählte jemand, der behauptete, ein ehemaliger Klassenkamerad von Frank Morris zu sein, der Polizei, dass er ihm in Maryland begegnet sei und dass er nun einen Bart trage. Darüber hinaus haben Familienmitglieder der Anklins berichtet, im Laufe der Jahre unzählige unsignierte Postkarten erhalten zu haben, die anscheinend von den Brüdern stammten. Die Mutter der Anklins erhielt sogar bis zu ihrem Tod 1973 an jedem Muttertag Blumen aus einer anonymen Quelle. Und zwei große, seltsam aussehende Frauen mit viel Schminke sollen an ihrer Beerdigung teilgenommen haben. Als ihr Vater starb, tauchten zwei mysteriöse Männer mit langen Bärten im Beerdigungsinstitut auf, weinten vor dem Sarg und gingen dann weg. Könnte es sich dabei um die schlagfertigen, komischen Verkleidungen zweier Meister der Flucht gehandelt haben? Noch Jahre später, 1989, gab es Berichte, dass sich das Trio in Florida aufhielt. Eine Frau rief die Unsolved Mysterious Tipline an und sagte, sie habe ein Bild von Clarence Anklin als einen Mann erkannt, der auf einer Farm in der Nähe ihres Hauses lebte. Eine andere Frau berichtete ebenfalls, ihn in der gleichen Gegend gesehen zu haben. Als ein dritter Zeuge eine Skizze von Frank Morris identifizierte und sagte, sie habe einen Mann gesehen, der ihm ähnelte, in genau demselben Teil Floridas erreichten die Beweise neue Höhen. Aber könnten diese Zeugen nur Leute sein, die der Polizei einen Streich gespielt haben? Waren verschwörungsgefährdete Personen einfach nur das, was sie sehen wollten? Oder könnte das Trio wirklich die gefährliche Floßfahrt überlebt haben und in den Sunshine State geflüchtet sein? Die Zuverlässigkeit dieser Berichte ist zweifellos fragwürdig, aber die Beweise reichen weiter als persönliche Geschichten. Der wohl größte Beweis für eine erfolgreiche Flucht ist der Nachweis einer Vertuschung durch das FBI. Das FBI hatte zum Zeitpunkt der Flucht und in den Jahrzehnten danach behauptet, dass nie ein Beweis für eine erfolgreiche Flucht entdeckt worden sei. Es gab, so behaupteten sie, weder Beweise für ein Floß, das es bis zum Ufer schaffte, noch für irgendwelche Autodiebstähle, um eine Flucht zu ermöglichen. Doch trotz offizieller Erklärungen im Jahr 1962 wurde später bekannt, dass am Tag nach der Flucht auf Engel Island, nördlich von Alcatraz, Beweise für ein selbstgebautes Floß mit Paddel gefunden wurden. Nicht nur das, sondern auch ein blauer Chevrolet von 1955 wurde in dieser Nacht kurz nach der Flucht von nicht weniger als drei Männern gestohlen. Die Entscheidung, dieses Beweismaterial bis Anfang 2010 zurückzuhalten, scheint auf eine Vertuschung hinzudeuten. Denn warum sollten diese Informationen jahrzehntelang zurückgehalten werden, wenn nichts an dem Fall dran ist und die Männer ertranken, wie das FBI behauptet? Das erweckt sicherlich Verdacht. Und es gibt noch einen letzten Beweis für eine erfolgreiche Flucht. Ein Foto aus dem Jahr 1975, auf dem angeblich beide Anklin-Brüder zu sehen sind. Das Foto wurde der Familie Anklin in den 90er Jahren von einem alten Freund der Familie geschenkt, der behauptete, den Brüdern in den 70er Jahren begegnet zu sein. Das Bild wurde kürzlich von einem Gesichtserkennungsanalytiker untersucht, der zu dem Schluss kam, dass die Männer, die es zeigte, tatsächlich die Brüder sein könnten. Wenn sie auf dem Foto wirklich die Brüder sind, dann war ihre Flucht ein Erfolg. Und ist angesichts der Beweise für eine Vertuschung und zahlloser Berichte über Sichtungen und Kontakte mit den Anklin-Brüdern ein Geständnis auf dem Sterbebett unmöglich? Nun, ich denke, das kannst du selbst entscheiden. Die große Frage ist also, glaubst du, dass dieser mysteriöse Brief von John Anklin stammt? Oder bezweifelst du, dass das Trio überhaupt jemals sicher angekommen ist? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke für deine Aufmerksamkeit.